Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. So, wir haben hier heute einen 997.1 GT2. Wir befassen uns heute mit dem Thema Wasser bei dem Auto. Da die Autos baugleich sind, GT2 und Turbo, zumindest was die Motortechnik angeht, genauso wie Kühler und so weiter und so fort, also Wassersystem ist identisch, haben wir uns gedacht, wir nehmen das Auto dafür. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, der Motor steht schon hinter uns, der ist zum Glück schon ausgebaut. Wir haben das Ding gestern bekommen, direkt als allererstes Motor raus, haben auch schon die Kupplung umgebaut, das gehört jetzt aber nicht zu dem Wasserthema und gehen jetzt mal ein bisschen genauer auf die ganzen Sachen ein. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an, das ganze Ding zu zerlegen und dann zeigen wir euch mal gleich, wo die ganzen Probleme sind bei diesem Auto. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt alle Teile vom Motor abgebaut, wie man sehen kann. Habe jetzt einmal alles sauber gemacht und gewaschen, nachdem ich jetzt hier jede Menge Sauerei gemacht habe mit Öl, was aus dem Öltank rauslief und Wasser aus der Konsole. Also wieder viel dran. Naja, so, wir sind jetzt soweit, dass wir jetzt hier alle Anschlüsse tauschen können. Hier geht es ja schließlich um das Thema Wasser. Ist ja ein bekanntes Problem, 997. Ja, also fangen wir mal an mit unseren Metallwasseranschlüssen. So, wie man sich hier die jetzt, wie man sieht, ne, wir haben hier jede Menge Drehteile für und schmeißen die dann hier zusammen, haben uns da eine Leere für gebaut. Hier gibt es halt drei verschiedene Abgänge, rechts, links für Turbolader und das ist der, der an die Wasserpumpe, nee, der geht an die Wasserpumpe dran, das ist der, der nach vorne geht zur Heizung. Hier gibt es auch ohne Abgänge, also gibt es für GT2, Turbo und für GT3 haben wir alles. Ja, die tauschen wir aus gegen die hier. Das hier ist das, was hier original drin ist. Die originalen Stutzen sind ja nicht besonders gut gegossen, würde ich jetzt einfach mal frecherweise behaupten. Porsche macht natürlich nur gute Sachen. Hier vorne, die Stelle ist meistens zu dünn. Das Plastik verliert eher seinen Weichmacher über die Zeit. Klar, ist ein Auto von 2007. Und dann fangen die an, da vorne zu reißen. Dann läuft hier das ganze Wasser raus. Steht dann natürlich dementsprechend auf dem Motor und läuft meistens hier unten parallel zu der Ölrücklaufleitung vom Wärmetauscher runter. So, was sonst gerne passiert, die Dichtringe, die härten einfach aus über die Zeit. Dadurch, dass die Dichtringe hart werden, läuft natürlich auch das Wasser dran vorbei und läuft genauso raus. Also das ist definitiv ein großer Knackpunkt bei allen Metzger-Motoren. Egal ob Sauger oder Turbo, sprich 997, Turbo, GT3, GT2, haben sie alle. Egal welcher, habe ich schon bei jeglichen Autos gemacht. So, dann der nächste Punkt. Thema Wasser. Hier oben, diese Metallanschlüsse. Die sind, das sind leider nur Blechstücke, die verklebt sind in diesem Wasserverteiler hier. Der ist jetzt hier übrigens für die Heizung. Wir ziehen die Anschlüsse hier einmal alle raus, verkleben die neu. Vorher werden die gesandstrahlt, Anschlüsse werden poliert und dann benutzen wir halt neueren Kleber dafür. Die waren halt damals, denke ich mal, mit ihrer Technik einfach noch nicht so weit, dass sie so einen Kleber haben, der auf ewig und 3 Jahre hält. So, ich komme mal eben nochmal rüber. Wenn man sich das hier genau anguckt, hier vorne der Kleber, der verändert von Zeit seine Farbe und daraufhin sieht man, dass der dann halt irgendwann hart wird, fängt an zu brechen, dann fallen die Anschlüsse raus. Ist meistens schon, selbst wenn man schon den Schlauch abzieht, kommt der Anschluss schon mit raus. In dem Fall, der Kollege hat jetzt noch Glück gehabt, normalerweise passiert sowas schon viel früher. Diese Wasseranschlüsse sind in mehreren Teilen drin, einmal in diesem Wasserverteiler hier, genauso wie in der Wasserpumpenkonsole. So, und hier vorne sind die auch noch drin. Auch ein Knackpunkt, fallen da natürlich genauso raus, gleicher Kleber, gleiches Material, also wird die auch komplett überholt. So, in dem Zuge, wenn wir das sowieso machen, tauschen wir natürlich einmal alle Dichtungen, alle Gummidichtungen werden erneuert, um einfach Wasser,
Wasser vorzubeugen, dass wir irgendwo eine Undichtigkeit haben oder sonstiges. Also wie man hier schon schön sieht, habe ich mir hier alles vorbereitet. Genauso wie die ganze Metalldichtung für Thermostatgehäuse. Ja, Wasserpumpe bauen wir auch mal gleich eine andere ein, wenn wir dabei sind. Die gibt es nämlich extra mit einem Metallflügelrad. Die hat auch, glaube ich, einen Flügel mehr oder zwei. Also das Wasser zirkuliert deutlich besser im Motor. Genauso wie die Lagerung der Pumpe ist besser als die originale. Das ist auch gerne mal, dass die Lagerung ausschlägt. So, und dann fängt jemand an zu eiern und dann läuft das Wasser auch aus der Pumpe raus. Deswegen, wir tauschen diese gleich mit, wenn man schon dabei ist. Finde ich persönlich, macht es zumindest Sinn. Ja, was wir sonst immer machen, wenn wir dabei sind, wir kaufen immer einmal alle Wasserschläuche neu. Weil das Problem ist, meistens auch die Wasserschläuche werden halt einfach alt mit der Zeit, werden hart, brüchig. Dann bildet sich da wie so ein Wasserfilz und irgendwann hat man auch Wasseraustritt. Ja, und das Ding ist halt auch, vor allem wenn man die ganzen Schläuche löst von den Sachen, torkelt man mit dem Schraubenzieher drin rum, weil die da so doll drauf festkleben. Wenn man sich das hier anguckt, sieht man da auch noch Klebereste, da saß die Schelle vorher von dem Schlauch. Bei Autos, die mehr gelaufen sind, der hat jetzt nur 70.000 hier gelaufen, ist da so viel Gummi drauf, dass man es eigentlich mit dem Schraubenzieher oder mit dem Cuttermesser abkratzen müsste. Deswegen, ich empfehle immer und wir machen es auch immer, tauschen immer alle Gummileitungen, was Wasser angeht, immer mit aus. So, dann würde ich sagen, ich baue jetzt hier mal eben die ganzen Sachen um und dann sehen wir uns gleich wieder. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making hits, dawg, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told him don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but he stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. So, wir sind jetzt hier durch mit dem Auto. Die Probefahrt haben sie gerade gemacht. Wasser alles dicht. Wir haben ja, wie man sehen konnte in dem Video, jetzt ja alle Undichtigkeiten bzw. Problemfälle des Metzger-Motors beseitigt, 3,6 Liter. Wir hatten bei dem Auto jetzt ja noch eine Stage 1 gemacht, unsere Update-Kupplung eingebaut und GT2S-Ladeluftkühler. Ja, Auto läuft tadellos, funktioniert einwandfrei, alles super und ja, wie man sehen kann, ist es ein wunderschöner GTA 2. Also ich muss sagen, schwarz-schwarz bei dem Auto, gerade MK1 mit den roten Rückleuchten, finde ich persönlich mega. Ja, ich hoffe, der Kunde wird jetzt sehr viel Spaß haben mit seinem Auto. Ich meine nur, durch das Upgrade ist das Auto natürlich nicht wieder zu erkennen. Mehr als 100 PS Serienleistung und top, ist natürlich sehr cool. Unsere Jungs lesen jetzt hier gerade noch eben Fehlerspeicher aus und dann ist er auch soweit und darf endlich nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.